Nach etlichen Verschiebungen, einem beschlossenen DC-Universe-Neustart unter der Federführung von James Gunn und nicht zuletzt der Eskapaden von Hauptdarsteller Ezra Miller, kommt mit The Flash eine der heiß ersehntesten Comic-Verfilmungen des Jahres in die Kinos. Ob all diese Dinge dem Film geschadet haben und wie der Film geworden ist, erfahrt ihr in unserer Kritik. Die Story von The Flash. Barry Allen Ayers The Flash, gespielt von Ezra Miller, kann den Tod seiner Mutter Nora, gespielt von Maribel Verdú, für den sein Vater Henry, gespielt von Ron Livingston, verurteilt wurde, nicht überwinden. Daher nutzt er seine Fähigkeit, durch Raum und Zeit zu rasen, um die Vergangenheit zu verändern. Allerdings verändert Barry unabsichtlich den Verlauf der Zukunft und landet in einer anderen Realität als seiner eigenen. Um nicht nur dieses Missgeschick zu korrigieren, sondern auch in der neuen Realität zu überleben, muss er sich von einer eigentlich im Ruhestand befindlichen menschlichen Fledermaus namens Batman, gespielt von Michael Keaton, helfen lassen. Warner scheint vom Pech verfolgt zu sein, was ihre Produktion und deren Nebenschauplätze angeht. Bei Don't Worry Darling schien die Produktionsgeschichte interessanter zu sein als der fertige Film. Und bei Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse waren die Umbesetzung von Grindelwald sowie die Kontroverse J.K. Rowling. Und bei The Flash, Hauptdarsteller Ezra Miller schien PR-technisch schon ein großes Desaster zu sein. So stellt man sich im Hinblick auf den DC-Hoffnungsträger die Frage, ob der Film überhaupt vermarktbar sei. Schließlich spielte man auf Zeit und hoffte, dass Gras über die Sache wachsen würde. Zudem versteckte man Miller in der Posterkampagne größtenteils und fokussierte sich auf Cameos beliebter Figuren und deren SchauspielerInnen. Weil mit Andy Muschietti ein recht versierter Regisseur verpflichtet wurde und die Trailer vor allem bei den Fans den richtigen Nostalgienerv trafen, sticht der Superheld im roten Anzug aus dem irgendwie irrelevanten Rest der fertig produzierten DC-Filme heraus. Auch wurde James Gunn neues Mastermind und mit David Zaslav der kreative Kopf für den Restart des DCU nicht müde zu betonen, dass The Flash eine Art Reset-Knopf für ein neu ausgerichtetes, zusammenhängendes DC-Filmuniversum sei. Da diese Kritik ohne Spoiler auskommen soll, wollen an dieser Stelle nur so viel verraten, als dass diese Marketing-Aussage eigentlich überflüssig und sogar unnötiger Erwartungsballast ist. Warum? Das verrate ich euch im nächsten Absatz. War das viel diskutierte Snyderverse für seine Grimmigkeit und Helden-Dekonstruktion unter Kritikern weniger, unter Fans dafür umso mehr gefeiert, schlägt Muschiettis Film einen deutlich anderen Ton an. Denn überraschenderweise ist es vor allem der Humor und seine phasenweise mitschwingende Leichtigkeit, die anders als bei anderen DC-Filmen wie Black Adam funktioniert. Selbst in der an Snyders brachialen Inszenierungsstil erinnernden Eingangssequenz werden zahlreiche Szenen humorvoll aufgelöst, was erstaunlicherweise funktioniert, ohne in exakt gleiche Horn wie der große Konkurrent Marvel zu blasen. So gab es eine kreativere Möglichkeit der Nutzung von Haushaltsgeräten seit Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels vermutlich nicht mehr. Dabei ist es vor allem dem Einfallsreichtum sowie dem Mut zur Albernheit der MacherInnen zu verdanken, dass aus den unweigerlich an Auftritt von X-Men Quicksilver erinnernden Zeitlupensequenz doch noch etwas herauszuholen ist, was überrascht und für Lacher sorgt. Der Gag, das Kryptonit von Barry Allen The Flash, sein Kalorienbedarf bei der Nutzung seiner Superkräfte hier besonders einzubinden und in der Folge immer wieder zu thematisieren, nutzt sich ebenfalls nicht ab. Und so wird man das Gefühl nicht los, eher eine Action-Comedy zu sehen als einen Superheldenfilm, wodurch sich The Flash zwar nicht total frisch, aber immerhin gut abgestimmt anfühlt. Dies liegt dann auch an Darsteller Ezra Miller. Ja, es ist in der Tat kompliziert und schwierig, Künstler und Werk zu trennen. Im Falle Millers macht es der zumindest merkwürdige Umgang mit der Thematik seitens Warner und das quasi Verstecken ihres Stars noch einmal einen Tick herausfordernder. Daher sei erwähnt, dass es hier einzig und allein um die Einschätzung seiner schauspielerischen Leistung und nicht um seine Verfehlung gehen soll. Die ist wichtig, da Barry The Flash Dreh- und Angelpunkt des Films ist und es kaum eine Szene ohne ihn gibt, weil er zum einen die Nervensäge mit leichtem Hang zur Hyperaktivität und zum anderen den emotional fast gebrochenen Menschen gibt.
ist seine Verzweiflung zutiefst menschlich und nachvollziehbar. Somit erscheint es logisch, dass er zu drastischen Schritten bereit ist, um den Tod seiner Mutter und damit einher die Inhaftierung seines Vaters zu verhindern. Kurzum, Miller trägt den Film mit einer wirklich guten Leistung. Auch weil er gleich doppelt über die Leinwand flasht, kann der Rest des Casts nur bedingt Schritt halten. Am ehesten sind es die Momente zwischen Miller und Maribel Verdú, die als Mutter von Barry herausstechen kann. Ihre Begegnungen fungieren als emotionales Zentrum des Films extrem gut, auch wenn es zumeist eher kurze Sequenzen sind. Ron Livingston nutzt als Henry Allen die begrenzte Screentime, um den Vater zu geben, der seinem Sohn endlich ein eigenes Leben wünscht und die Vergangenheit ruhen lässt. Im Hinblick auf die zahlreichen bereits bekannten Auftritte wie Michael Keaton als Batman oder Sasha Call als Supergirl kann man festhalten, dass vor allem Keaton sichtlich Freude an seinem Comeback zu haben scheint. Call erscheint dafür recht spät auf der Bildfläche, kann allerdings durchaus Momente kreieren, denen ein wenig mehr Zeit zum Atmen gut getan hätte. Auf der Seite der Antagonisten schwächelt The Flash dann deutlicher. Aus den Trailern ist das Auftreten von Michael Shannon's Zod bereits bekannt, doch außer seiner bekannten Motivation aus Man of Steel gibt der Film ihm keinerlei neue Facetten oder Nuancen. Die weiteren Überraschungs-Cameos pendeln zwischen egal und durchaus gelungenen Momenten, wobei es durchaus bemerkenswert ist, wie Muschietti sie eher komödiantisch einbindet und nutzt. Während der Humor sicher zu den großen Stärken des Films zählt, kann die Optik nicht immer die gleiche Qualität liefern. In der Eröffnungssequenz legt Muschietti zwar ein unheimliches Tempo vor, doch immer, wenn er dem Snyder-esken Bombast nacheifert, schwächeln die Bilder aufgrund der CGI-Qualität. Diese schwankt und so liefert uns DC keinen visuellen Leckerbissen à la Spider-Man Across the Spider-Verse. Allerdings eint beide Filme ein emotionaler Kern, welcher auch im Falle von The Flash gut funktioniert. Einen Multiversumsexzess können die MacherInnen allerdings nicht liefern, weil dazu schlicht und einfach die Bildgewalt fehlt. Die ein oder andere Straffung im Hinblick auf die Flashpoint-Comicbuchvorlage tut dem Film zwar gut, doch die letzte Verrücktheit fehlt dadurch ein wenig. Zudem steht am Ende zwar viel auf dem Spiel, allerdings fühlt man dies nicht so recht, weil die Story um die ultimative Bedrohung des Multiversums deutlich weniger einnehmend ist als die ganz persönliche Geschichte um Barry und dessen Akzeptanz seiner Vergangenheit. Ein wenig umwehen den Film Zurück in die Zukunft Vibes, was die Nostalgiker zusätzlich erfreuen dürfte. Außerdem wird ein Running Gag hinsichtlich der Besetzung von Hauptfigur Marty McFly vollends ausgespielt. Auf der akustischen Ebene kann der Score von Benjamin Walfisch mit vielerlei Anleihen an Danny Elfmans klassischen Batman-Themen ebenfalls für ein wohliges Nostalgiegefühl sorgen. Unser Fazit zu The Flash. Die Erwartungen an Andy Muschiettis Superheldenfilm waren extrem hoch. Und wenn eine Empfehlung gegeben werden darf, dann die, dass man diesen Sack an Erwartungen möglichst vor dem Kinobesuch leert. Denn ganz sicher ist The Flash nicht der beste DC-Film aller Zeiten, sondern eine mehr als solide, stellenweise extrem witzige Comicbuchverfilmung. In seinen besten Momenten spielt er die Nostalgiekarte vollends aus, sorgt für Lacher und fesselt aufgrund der persönlichen Geschichte Barrys. In den schwächeren ist er eine Light-Version von Snyders Bombast-Kino und gerade dann extrem austauschbar und ohne eigenen Charakter. Eine Empfehlung für den Kinobesuch geben wir dennoch aus, großer Überzeugung. Auch wenn ein Neustartuntergang eventuell dafür sorgt, dass alles Gezeigte am Ende doch völlig egal ist.